Also ich habe das hier noch nicht gesehen. Egal, wir gucken uns jetzt das an. Du hast ja witzige Schuhe an. Sind das die Leihschuhe für eurem? Nee, die habe ich mir privat selber gekauft. Die sehen ja witzig aus. Digga, die fallen gar nicht so geisteskrank auf. Die fallen nur so krass auf, wenn die einfach so normal rumstehen. Naja, doch, die fallen schon auf. Aber ich sage ehrlich, ich freue mich für Rohat, wenn er den Style fühlt und so. Ich finde es gut, dass er zumindest so für sich sagt, scheiß drauf, was die anderen denken. Hallo Leute! Ich kann es nicht mehr sehen. Warum ist das gerade so in Mode? Weil diese fetten Schuhe, dieser ganze... Nein! Auf gar keinen Fall! Also ich würde es selber auch nicht tragen. Ich fühle die auch nur... Ich fühle die null... Ja, ich auch. Aber wisst ihr, ich sag so ganz offen und ehrlich, mir ist jemand, der Schuhe trägt, die anders sind, finde ich cooler als der Typ, der den 100. Nike TNT trägt. Wisst ihr, wie ich meine? Am Ende finde ich es cool, wenn sich jemand traut, anders auszusehen und anders auszusehen und auch dadurch Kritik endet, aber drauf scheißt. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream hier auf twitch.tv. Und falls ihr euch fragt, wer ist der gut aussehende erotische rote Mann da in der Kamera? Mein Name ist Mick Jagger. Herzlich willkommen. Wir sieht gut aus, Michi. Sind auf der Gamescom LAN in Köln. Ich habe davon gar nichts mitbekommen von der Gamescom LAN, Digga, muss ich sagen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, Digga. Ja! Ja! Und ich habe noch eine Frage. Glaubst du, ich schaffst mit meiner großen Nase ins Satoru-Video? Du könntest auch verwandt sein mit Elotrix, sag ich ja. Bro, er sieht wirklich aus wie Elotrix. Jetzt ernsthaft. Du siehst ihn schon ein bisschen ähnlich. Er ist der kleine Elotrix. Du siehst 1:1 aus wie Elotrix, sag ich. Aber auf süß. Ehrlich. Alright, ich danke dir. Bis bald. Bis dann. Super, ich danke dir. Gerne, gerne, gerne. Ich muss mal einmal kurz ran. Kurz Akku-Check. Moin, hi. Grüßt euch. Aber wo bleibst du? Wo bleibst du? Ja, wo bleibst du denn? Sag mal. Ich bin hier, ne? Ja. Wo bleibt Monster, ist halt die Frage, ne? Läuft alles, ne? Läuft soweit. Läuft's bei dir? Auch, ne? Läuft, läuft. Sehr gut. Ich bin von der MIFCOM, bin der, der bei Monte den PC aufgebaut hat. Bei ihm zu Hause? Ja, im Keller. Du warst in seinem Keller? Ja, da sind wir uns leider nicht begegnet. Fun Fact, ich war noch nie bei Monte zu Hause. Und deswegen war ich auch nie in dem Keller. Da wir Monte als gemeinsamen Kunden haben in unterschiedlichen Bereichen, lass uns kurz in die Augen gucken. Was, der war bei mir im Keller? Ja. Ja, da sind wir uns leider nicht bei Monte den PC aufgebaut hat. Bei ihm zu Hause? Ja, im Keller. Du warst in seinem Keller? Ja, da sind wir uns leider nicht begegnet. Hä? Der war bei mir im Keller, Mann, hat Zickzack. Ich war auch zu Hause. Oder war ich nicht zu Hause? Er ist in meinem Video? Ernsthaft? VGA-Einbrecher. Nee. Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern, Digga. Weiß ich nicht mehr. Ich war noch nie bei Monte zu Hause. Und deswegen war ich auch nie in dem Keller. Da wir Monte als gemeinsamen Kunden haben in unterschiedlichen Bereichen, lass uns kurz in die Augen gucken und so leicht lachen. Okay, Adam. Interessant, Adam. Also ein Kunde bin ich, kein Kumpel. Das merke ich mir auf meine Art und Weise, aber nicht die gute. Ja, er guckt jetzt. Du stehst immer noch hier, Leute. Oder Steam, er sogar Chad Reno, Digga. Ich dir? Das war ein cooler Random-Moment, Digga. Wenn Buffet wieder aufhört, kann ich dir was zu essen holen. Die Lieferung ist auf dem Weg. Schau, das erwartet dich. Norax, gib ihm beide Portionen. Übrigens, Coco Boss ist 2,10 Meter groß und verbraucht ungefähr 7 Elixier. Also ist der Wahnsinn. Ich habe von dieser LAN Gamescom gar nichts mitbekommen. Was hat man denn da gemacht? Einfach nur gestreamt von zu Hause, so mäßig ein bisschen Content. Euer TTV, danke für den Prime. Iron Prime Sub, Alter. Geil. Bist du Raya? Wann waren die überhaupt? Dich wollte man da nicht haben. Ja, Reezy, jetzt weißt du ja, wie es dir ergangen ist mit dem Mod-Zeichen, Digga, was ja nicht mehr bei dir ist. 15. bis zum 7.3. in Köln. Ah, da habe ich meinen AMG am Freitag abgeholt. Und ich hatte Kylo, genau. Das. Alter, geil. Ja. Vielen, vielen Dank. Jetzt recht, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Bro, Fortnite ist so unfassbar langweilig geworden. Ich habe letztens die neue Season auch mal wieder gezockt. Ich weiß nicht, Digga. Seit ich wieder am Nektar genascht habe, der OG-Season, macht alles andere danach keinen Bock mehr, Digga. Hallo Chat, was geht ab, Löcher? Wir sind heute hier mit Mark Forster. Egal was kommt, es wird gut. Warum sieht Chef Strobel aus wie Mark Forster? Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber gerade in diesem Frame, ich weiß nicht, so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
Nein, hier sieht der, ey, warte mal, hier sieht er aus wie Klenger. Da ist jetzt nicht so Mark Forster der Vibe irgendwie. Sag euch, wie es ist, ich sehe nicht aus wie Mark Forster, Chat. Da könnt ihr sagen und konzentrieren. Doch, vielleicht ein bisschen sogar. Wenden wir wollt, aber den Schuh lasse ich mir nicht anziehen. Und die Chöre singt für dich. Oh. Was ist denn los? Bro, mein WhatsApp ist auch voll mit diesem Hamster, Digga. Und dieser Musik. Ich hab ihn so beleidigt, so aus Joke. Und dann hat er geschrieben, diesen Hamster-Emoji. Und dann, was denkst die? Du i, veri, du i, bist die. Hab ich den Totenkopf geschrieben. Hat er geschrieben, machst die, du i, dich i, lustig, ja, über Michi. Und dann wieder Hamster und dann er ja. Und dann Steuerflüchtlinge. Hier ist so stolz zu hinterziehen. Ja, ist ganz lustig. Weil ich einfach ein Fuchs bin. Romatra. Was denn? Er sah aus wie Wieland. Ach so. Ich hatte auch diesen Schnurrbart. Das war Old Rumatra, Digga, bevor er einen Bullet bekommen hat. Oh mein Gott! Hey. Bisschen Ähnlichkeit war da, ja. Ich sag aber ehrlich, Wieland hat Glow-Up gehabt durch die Friseur. Aber ich finde Wieland, dieser untere Bart, den er jetzt hier weg hat, dieser Kinnbart, er braucht ihn wieder. Nächster Step ist Haare blond färben, dann bin ich drin. Ohne, dass dir das unangenehm ist. das krieg ich nicht hin, das schaff ich nicht. Ich will keine blonden Haare. Ich bleib dabei, Wieland ist ein krasser Mann. Er hat einen Style, Digga, den andere nicht haben. Er ist ein Unikat, Digga. Ich finde ihn richtig cool, Alter. Ich finde, Wieland hat einen richtig nicen Style, Digga. Geiler Typ. Soll sich nicht verändern. Wieland Welte! Ey, lass mal einen Wieland Welte-Chor anstimmen, bitte. Wieland Welte! Wieland Welte! Es macht keiner mit und wir müssen so schnell ins Auto. Wir müssen ganz, ganz schnell ins Auto. Oh mein Gott. Und spielen aneinander rum. Oh yeah. Dieser Schwanzsong, den wird Papa Platte auch nie los, ne? Papa Platte seht ihr hier gerade. Was hat das Fame und Game mit ihm gemacht? Schaut es euch an. Er ist nicht mehr der gleiche. Es gibt ihn sogar jetzt dreimal. Wer von denen ist Papa Platte? Wisst ihr, was das Allerschönste ist? Dass er sich mega aufregt, wenn man sagt, er redet wie Papa Platte, er kleidet sich wie Papa Platte. Hör dich, Junge. Bist du nicht Papa Platte? Die wollen alle extrem wie Papa Platte sein, aber ist Papa Platte nicht der Ultra sein möchte wie X2C? Wollen dann nicht alle eventuell dann doch so sein wie X2C eigentlich, so einmal so abgeleitet? No, this isn't X2C! Dude, okay, you're not fooling anybody, guys! I can tell that's not X2C! Nice try, though! Wer Papa Platte schaut, kann einfach kein Englisch mit X2C so schauen, stimmt's? Ja, hat Trimax eigentlich recht, ja. Es gibt ja noch X2C, der ganz oben an dieser Nahrungskette ist. Dann kommt Papa Platte, dann kommt Noreax, dann kommt Hugo. Ah, Digga, es ist eine Nahrungskette, wo nach unten durchgereicht wird. Oh Mann, ey, was ist denn heute los mit der Maschine, Alter? Das ist ja nicht normal. Ah, ich weiß warum. Stimmt, ich habe ja Linsensuppe bei Oma gegessen. Erbsen, Bohnen und Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. Erbsen, Bohnen und Speck hauen dir das Arsch weg. Das ist die Linsensuppe, die durchkommt jetzt. Digga, das ist crazy. Real cool, du musst das auch machen. I have to make lyrics. I mean, I could just air my own lyrics, right? Style of music. Make a song. Esse einen Tag, ich spür die Schärfe in meinem Mund. Digga, gib mir 10 Minuten, ich mach einen besseren Song. Digga, ist aber ein Hit, ist ein fucking Hit, Bro. Ich weiß nicht, warum haten wir das? 3, 2, 1, go. Digga, Bruder, das geht halt, also jetzt mal wirklich unironisch, härter als das Original. Ich steh auf und fahr direkt in den McDrive. Wenn die mein Lambo sehen, wissen sie Bescheid. Digga, der Burger-Pommes-Song ging so hart, what the f***. Chat, wir machen jetzt was Verrücktes. Ich will dieses AI-Feature hier mal benutzen, was gestern Leute gemacht haben. Pass auf, man kann das in verschiedenen Stilen machen. Oh mein Gott. Bro, was bin ich hier sehen gerade, Mann? Montana Black, hör auf zu tanzen. Lass die Wolken ziehen, sehr stark, sehr oft. Was soll denn das Geräusch immer von Darth Vader, wenn ich da an der E-Floppe ziehe? Meine Fresse. Das ist wirklich so unfassbar dumm. Also ich habe jetzt, nur für euer Verständnis, ich habe jetzt eine 10-Minuten-Sperre bei TikTok, weil ich gewaped habe. Ich seh die Oh Gott, dieser Darth Vader-Sound, wenn ich an der E-Floppe ziehe, ist wirklich... Auf dem Weg Richtung Beverly Hills.
Ey, meine f***ing Spülmaschine piept seit 2 Stunden. Was ist das für eine dumme Spülmaschine, dass sie fertig ist, Mann? Ich stehe jetzt aber auch nicht auf und mach sie auf, damit sie aufhört zu piepen. Ich zock jetzt hier 16 Stunden und reg mich die ganze Zeit auf, dass seit 16 Stunden die Spülmaschine piept. Würde ich fürs Putzen Questbelohnung oder XP kriegen, würde ich mein Zimmer auch mal aufräumen, weil sonst lohnt es sich nicht. Meine Rede. Ich habe letztens die Spülmaschine ausgeräumt. Am Arsch, das war keine Quest. Ich habe 0 XP bekommen, es ist danach gar nichts passiert. Nur Zeit verloren und war genervt. Ich könnte ihn halt so töten, ich habe so seinen Kopf im Visier. Disconnect. Darf ich töten? Nein, nein, wir schießen nicht. Bitte! Disconnect. Seine Mom kam rein, er muss die Spülmaschine ausräumen! Er hat die Spülmaschine ausgeräumt! Ja, gutes Video, konnte man sich gut reinziehen.